willkommen. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir drei Dinge, die ein Narzisst zu Beginn einer Partnerschaft niemals tolerieren wird. Und hieran kannst du erkennen, ob du in einer Partnerschaft bist mit einem gesunden Partner oder Partnerin oder ob es sich dir um toxische Menschen handelt. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und Autorin des Buches Raus aus der narzisstischen Beziehung. Ich möchte Menschen, die in toxische Beziehungen geraten sind, wieder heraushelfen und sie in ihre innere Stärke bringen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer und wie schmerzvoll das ist. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonniere das Glöckchen, lass eine 5-Sterne-Bewertung da und noch besser, empfiehl sie jemandem, dem es ähnlich ergeht, damit er oder sie durch dieses Wissen in ihre oder seine innere Stärke zurückkommen kann, sehend werden kann, verstehen kann und vielleicht auch gehen kann. In dieser Folge geht es darum, wie du an nur drei Anzeichen erkennen kannst, ob du, ich sage mal, in einer einigermaßen gesunden Partnerschaft oder in einer toxischen Partnerschaft bist. Typisch für eine toxische Partnerschaft ist Future Faking, dieses ganz schnell, ganz eng, ganz schnell Nägel mit Köpfen machen. Das bedeutet, er verspricht dir das Blaue vom Himmel. Er sagt, ich will mit dir zusammenziehen, ich will dich heiraten, ich will mit dir Kinder kriegen, ich will mit dir ein Haus bauen. Ich würde mit dir überall hinziehen und ich will ganz schnell bei dir einziehen, ganz schnell, ganz eng mit dir sein. Das kann natürlich in dem ersten Liebeswahn auch mit gesunden Menschen passieren. Nur der Narzisst möchte, dass das so schnell wie möglich passiert, indem oder weil er gerne so schnell wie möglich von dieser anstrengenden Lovebombing-Phase weg möchte, weil in dieser Phase verstellt er sich komplett. Er muss sich komplett mit seinen Bedürfnissen und mit seiner ehrlichen Charakterweise zurücknehmen, um dich zu bedienen, um dich einzufangen und einzuspinnen. Er hat ein sehr, sehr gutes Gespür, welche Sehnsüchte du hast und die bedient er. Er trägt dich auf Händen, er liebt dich, er macht dir Geschenke, er schenkt dir Reisen, er versucht dir wirklich in kurzer Zeit das Allerbeste zu geben, so dass du ein Gefühl bekommst, noch nie in meinem Leben wurde ich so geliebt. Doch für Narzissten ist diese Phase unfassbar anstrengend, weil jeder, der das kennt, weiß, dass sie eigentlich total gemein, abwertend, kritisierend, beleidigend sind. Und jetzt kannst du dir vorstellen, diese Lovebombing-Phase ist mega anstrengend für sie und sie versuchen, sie so kurz wie möglich zu machen, um eben so schnell wie möglich ihre Maske abzuziehen und dann mit dem Ausnutzen, Manipulieren und berechnenden Benutzen dieser Menschen oder der Partner beginnen zu können. Wenn du also in dieser ersten Lovebombing-Phase sagst, hey, mach mal langsam, lass uns erstmal kennenlernen, ne? Nicht jeden Tag schreiben oder nicht 25 Mal am Tag schreiben, nicht jeden Tag sehen, lass mir auch noch mein eigenes Leben, lass das langsam und lass uns langsam kennenlernen. Nein, ich möchte noch nicht zusammenziehen, ich kenne dich noch nicht gut genug. Dann wird ein gesunder Partner sagen, it's okay, ich akzeptiere das, ich trage das mit dir und das kann auch mal 3, 4, 5, 6 Monate so gehen und er hat überhaupt gar kein Problem damit, weil er wirklich an dir interessiert ist und dich liebt. Ein narzisstischer Partner, dem ist es viel zu anstrengend. Der guckt sich das kurz an, sagt vielleicht auch noch, ja, ich habe dafür Verständnis. Es könnte aber sein, dass er sich hintenrum schon ein neues Opfer sucht, die es ihm vielleicht leichter macht, aus dieser so anstrengenden Lovebombing-Phase herauszukommen. Und du wirst dann merken, dass er, wenn du es in deinem Tempo angehen lassen möchtest, er sich sehr schnell ausklingt und dann einfach auf der Zielgeraden quasi abspringt und sich jemand anderen sucht. Jetzt bist du vielleicht traurig, weil du diese Liebe aufgeben musst, wenn du das erkennst. Aber ich sage dir, du bist vor viel Schlimmerem bewahrt worden. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du, wenn du eben affin für toxische Menschen bist, wenn du schon in vielen narzisstischen Beziehungen warst, tritt auf die Bremse.
Tritt wirklich auf die Bremse und lass es langsam angehen, denn da in dieser Phase wird sich entpuppen, ob er wieder ein Narzisst ist oder nicht. Denn am Anfang, ganz ehrlich, ist es super schwer, das herauszufinden. Das Zweite, was ebenfalls Narzissten nicht aushalten können, aber gesunde Männer oder Frauen, ist, dass du anfängst, deine Grenzen zu setzen. Dass du sagst, ich möchte hier meine Freiheit behalten. Nein, ich werde mich trotzdem mit meiner Familie treffen, auch wenn du sie nicht magst. Ich werde meine Freunde treffen, auch wenn du sie nicht magst. Ich lasse nicht von dem ab, was dir nicht gefällt. Ich werde weiterhin mein Hobby machen. Ich werde weiterhin zur Arbeit gehen. Also, dass du dich nicht gefügig machst. Du weißt, der Narzisst bestraft dich immer mit Dingen, die ihm nicht gefallen, weil er dich isolieren will, weil er dich an sich binden will und weil er einfach die Macht über dich haben will. Und wenn du jetzt anfängst und sagst, ich behalte meine Macht bei mir, weil ich bestimme, was mir wichtig ist und nicht du, und ihm dann seine Grenzen setzt, dann kann es passieren, ja, dass du ihn verlieren wirst. Und auch hier ist es gut so. Wahrscheinlich bist du aber dann schon so gefügig manipuliert worden mit seiner Liebe, dass du die Sehnsucht nach dieser Lovebombing-Phase schon so, so groß ist, dass du bereit bist, für ihn alles aufzugeben. Und wenn das gerade bei euch noch am Anfang ist, dann habe ich was ganz Tolles für dich, nämlich in meinem Release-Programm helfe ich dir aus diesem Trauma-Bonding und aus der emotionalen Abhängigkeit, diesen Suchtgefühlen auszusteigen. Es hat schon so vielen Menschen geholfen, schneller und mit weniger Schmerzen durch diese harte Phase zu gehen, wenn man eben die wunderschönen Seiten aufgeben muss. Ich setze dieses Programm in die Shownotes, ebenso wie meine Homepage. Dort findest du meine ganzen Angebote. Lass uns gerne sprechen, lass uns einen Coaching-Termin vereinbaren und ich helfe dir aus diesen Manipulationstaktiken heraus und ich helfe dir, Klarheit darüber zu finden, ob du in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten bist oder nicht. Und das dritte Anzeichen, was deutlich macht, dass du wieder mal in eine toxische Beziehung geraten bist, ist, dass du den Narzissten beim Wort nimmst. In dem Moment, wo er sagt, ich bin bereit für dich nach Süddeutschland, von Norddeutschland nach Süddeutschland, also umzuziehen. Ich bin bereit, dich zu heiraten. Ich will mit dir Kinder haben. Dann frag ihn, wann? Wann kommst du? Wann ziehst du um? Wann bewirbst du dich, damit du einen Job bei uns kriegst? Wann gucken wir nach einer Wohnung? Wann heiraten wir? Wann würdest du denn einen Ehevertrag mit mir schließen, damit wir quasi eine gute Zukunft haben? Wann bist du bereit, Kinder mit mir zu bekommen? Und vor allem, was bist du bereit, dafür aufzugeben? Also hier ganz klar Nägel mit Köpfen zu machen und ihn nicht nur mit seinem Gelaber zu ertragen, beziehungsweise vielleicht fühlst du dich sogar gebauchpinselt, wenn er dir all diese Versprechungen macht, sondern ihn wirklich mal beim Wort zu nehmen. Ja, auch wenn er solche Dinge verspricht wie, ja, ich werde nochmal ein großer Mensch oder Karriere machen oder dies und das und jenes, dann frag ihn, okay, wann geht's los? Wann gehst du die ersten Steps, um das zu machen? Ja, sie leben ja in einer grandiosen Fantasiewelt, von der sie die ganze Zeit reden, was sie dir eben alles bieten können, bieten wollen. Dann frag, okay, wann gehst du dafür los? Wann sehe ich, dass du das willst? Ja, hier wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und ihn unter Druck zu setzen, dass er abzuliefern hat. Auch das wird einen Narzissten davonlaufen lassen. Und gesunde Partner werden dir ganz klar sagen, ja, das mache ich dann. Oder ja, ich ziehe jetzt um. Wenn du auch bereit bist, bewerbe ich mich jetzt um, suche mir einen Job. Ja? Und das wird alles kein Problem werden. Wenn aber nur heiße Luft da ist, dann kannst du davon ausgehen, dass er das nicht ernst meint und dass er das nur nutzt als Taktik. Und die Diskrepanz zwischen dem Schauspieler-Narzissten und dem wahren Narzissten ohne Maske, ohne Schauspiel, die ist so unfassbar groß, dass du aufwachen wirst nach ein paar Wochen, Monaten, Jahre, je nachdem. Je schneller er merkt, dass er dich unter seine Fittiche bekommen hat, dass er Macht über dich hat, dass er dich manipulieren kann, dass er dir deine Identität geraubt hat und dass er dich gefügig gemacht hat, desto eher kommt die Abwertungsphase.
Und desto weniger strengt er dich an und desto mehr bestraft er dich mit Ignoranz, mit Ghosting, mit Abwertung, mit Projektion, mit Schuldzufuhr, das komplette Programm. Und hier ist es wichtig, dass du klar bleibst, dass du diese Anzeichen erkennst, wenn du das anwendest, was ich dir in diesem Video erzählt habe. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast geholfen hat. Ich hoffe, dass du verstehst, dass du lernst. Und ja, wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, kontaktiere mich gerne über meine Homepage und lass uns zusammen die Menschen aufklären und dafür sorgen, dass diese Welt zu einem liebevolleren und weniger ausnutzenderen Ort wird. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.